Nächster Halt wird Karl Scheuren. Ich bin Dennis Richmann, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Köln. Wir sind heute gegen ungefähr 17.45 Uhr alarmiert worden zu einem Brand in einer Garage, die Garage, die sich hinter uns befindet. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Anzahl der Anrufe wurde bereits auf Anfahrt das Einsatzstichwort, was ursprünglich mit Feuer 1 eröffnet worden ist, auf Feuer 2 erhöht, auf Sicht. Das heißt, als die Einsatzleiter auf den Weg hierhin waren, wurden dann aufgrund der massiven Rauchentwicklung und der eingehenden Notrufe auf Feuer 3 erhöht. Feuer 3 heißt ca. 80 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle durch die Polizei und den Rettungsdienst. Vor Ort waren dann auch die Freiwillige Feuerwehr und insbesondere vertreten auch die Berufsfeuerwehr durch die ortsansässigen Einheiten. Ja, was kann man sagen? Was hat jetzt hier tatsächlich gebrannt in dieser Garage? Ja, gebrannt hat, wie man das auch im Hintergrund sehen kann, mehr oder weniger Sperrmüll. Das ist auch so zugelassen, wie sich das Ganze darstellt. Wo das angefangen hat, das können wir leider nicht sagen. Das wird die Brandursachenentwicklung nachher ergeben. Kann man was sagen, auf welcher Fläche oder wie groß war die Fläche, wo es jetzt gebrannt hat? Es hat an unterschiedlichen Stellen gebrannt, sodass wir das gar nicht genau eingrenzen können, wie viele Quadratmeter tatsächlich gebrannt haben. Aber dadurch, dass es an mehreren gebrannt hat, sind wir mit 5 C-Rohren vorgegangen und 3 Trupps unter Datenschutz und dann erweitert nachher mit 4 Trupps unter Datenschutz. Gab es hier Verletzte bei dem Einsatz? Bei diesem Einsatz gab es keine Verletzten. Jetzt sieht man ja, es laufen noch umfangreiche Nachlöscharbeiten. Was schätzen Sie, dann könnte der Einsatz für die Feuerwehr vor Ort noch dauern? Ja, die Nachlöscharbeiten beziehen sich natürlich darauf, dass das Material, was zum Einsatz gekommen ist, auch wieder fit gemacht werden muss. Das heißt, verunreinigte Schläuche müssen ausgetauscht werden gegen saubere Schläuche. Die Personen, die eingegangen sind in das Objekt, sind auch mit Rauch beaufschlagt worden. Da müssen die Einsatzdienstkleidungen ausgetauscht werden. Ich würde schätzen, die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft dauert hier vor Ort ungefähr noch eine Stunde. Und ansonsten noch weiterführend dahinter hinaus die Dienstkleidung getauscht werden, auch noch weiter anderthalb Stunden. Aufgrund der besonderen Lage hier, das heißt das Brandobjekt vorne an der Straße und den dort hinterliegenden Hochhäusern, haben wir uns dafür entschlossen, zwei Einsatzabschnitte zu bilden. Das heißt den klassischen Einsatzabschnitt für die Brandbekämpfung in dem Brandobjekt. Und im rückwärtigen Bereich haben wir alle Gebäude, das heißt die Hochhäuser kontrolliert, Etage von Etage, das heißt 3 Gebäude als solches. Und haben geschaut, ob dort noch irgendwo Personen sind, die davon betroffen sind, von dem Brandereignis. Aber das hat sich als negativ herausgestellt.